Also Gedankenkarusselle sind unkontrollierte Vorgänge im Gehirn. Man lässt ihnen einfach Lauf, statt mal ganz klar Stopp zu sagen. Gedankenkarussell stoppen. Deine Gedanken kreisen natürlich Tag und Nacht, kann man fast schon sagen. 50, 60, 70.000 Gedanken. Jeden Tag 20, 25 Millionen Gedanken jedes Jahr. Wow. Und da gibt es vielleicht besondere Tage, an Tagen, wo gewisse Themen nicht zu stoppen sind. Hast du vielleicht alles auch schon erlebt und ich nenne es hier ganz klar Gedankenkarussell stoppen. Ich habe da mal einen Post gemacht vor einigen Zeit, einen Blogbeitrag, da wurde unfassbar viel geklickt. Und aufgrund dessen habe ich mich entschieden, hier auch ein Video von machen. Und zwar gibt es immer wieder Fragen, da gingen Fragen ein und da möchte ich gerne euch natürlich auch jetzt antworten auf diese Fragen und natürlich euch auch Tipps und Tricks mitgeben, wie du deine Gedanken, die übrigens meist 95% gleich sind wie gestern, ein bisschen stoppen kannst, reduzieren kannst, ja, wie du das ein bisschen in die Ruhe führen kannst. Vielleicht nochmal, ich weiß schon, dass du das weißt, aber vielleicht kennst du jemanden, der das nicht weiß. Deshalb sage ich das hier, teile das Video, like es und mach dieses Wissen Menschen möglich. Abonniere den Kanal, da machst du mir natürlich eine große Freude und so bleiben wir auch in Kontakt. Sehr gut, also wir haben unsere Gedanken oft ja in der Vergangenheit. Ja, vielleicht schon bemerkt, oder in der Zukunft. So sausen sie in vergangenen Prozessen rum und wühlen da oder kauen wie eine Kuh diese Gedanken nochmal hoch oder kauen in der Zukunft Gedanken, die vielleicht kommen und wir wissen es gar nicht, wie es kommen könnte. Wir haben inneren Dialog mit inneren Antworten auf Probleme, die wir nicht ausgesprochen haben oder zu Ende diskutiert haben oder weiß ich was. Du kennst das. Ich glaube, ich muss da gar nicht näher drauf eingehen. Und die erste Frage, die hier im Raum steht, ist, warum fallen wir immer wieder in ein Gedankenkarussell? Das ist ganz einfach. Ja? Wir haben so diese inneren Affen, ich habe es schon in anderen Videos gesagt, die eben einfach diese Antworten liefern möchten. Wie ein inneres Gespräch, wo nicht zu Ende gegangen ist. Und je lebendiger dein Geist sich entfernt hat von deinem entspannten Körper, desto mehr rast der los. Also losrasen, wie ein Formel-1-Fahrer. Und ich glaube einfach auch, dass wir dann in der Beta, in der Verstandeswelle unterwegs sind und er versucht, mit dem Gehirn Lösungen zu finden und er findet das Puzzle-Gegenstück nicht. So, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das ist einfach eine der vielen. Ich hatte mal einen Kunden, der war bei mir im Energiecoaching und sagte mir, dass er, wenn er vom Geschäft nach Hause fährt, sich überlegt, was er dann mit den Kindern am Abend spielen möchte. Und während der halbstündigen Autofahrt gibt er sich immer selber die Antwort, was eben das Kind dann sagt auf seinen möglichen Vorschlag. Wir könnten ja zum Beispiel ein Puzzle machen. Da denkt er gleich die Antwort des Kindes schon mit und sagt, ja, nee, das Kind hat keine Lust. Wir könnten zeichnen. Nee, da habe ich keine Lust. Wir könnten spielen, ein Spiel machen, Würfelspiel, Kartenspiel. Ah, nee, das möchte ich jetzt nicht. Ich könnte dir was vorlesen. Ah, nein, habe keine Lust. Wir könnten nach draußen spazieren gehen. Ah, nein, ich möchte nicht. Also alle diese Antworten, Frage-Antworten, hatte er immer im Kopf. Als er nach Hause kam, war er sehr ruhig, ging einfach dann seinen Bedürfnissen nach, setzte sich in den Sessel und las die Zeitung und war im Prinzip ein bisschen entkoppelt von der Familie, weil er einfach seinen inneren Gedankenprozessen folgte, statt sich zu konfrontieren. Also wäre cool, wenn man das alles auch ausspricht, was man eben im Kopf hat und nicht nur im Geiste sausen lässt. Also Gedankenkarusselle sind unkontrollierte Vorgänge im Gehirn. Man lässt ihnen einfach Lauf, statt mal ganz klar Stopp zu sagen. Man unterbricht es nicht, sondern denkt es zu Ende, weil man denkt. Man kann es mit Denken zu Ende denken. Doch du kennst das Lied, denn du denkst, wenn du denkst, du denkst, du denkst und so weiter, dann denkst du nur, dass du denkst. Und das ist genau so. Das heißt, wir müssen hier in die Gedanken bewusst eingreifen. Tja, und das braucht ganz klar Übung. Gelingt ja auch nicht immer. Das Beobachten, das Erkennen und das Tun sind die drei besten Schritte, die du wissen solltest.
Ja, welche konkrete Techniken gibt es, um das Gedankenkarussell zu stoppen? Das habe ich gerade jetzt gesagt. Du kannst natürlich jetzt ganz klar nach draußen gehen. Du kannst einen Spaziergang machen. Du kannst die Energie verändern. Und Energieveränderung ist der beste Weg, um Gedanken zu stoppen. Es gibt viele Geschichten, die ich auch in der Ausbildung dazu erzähle, wie man eben erkennt, wenn man Energie verändert, was das genau bedeutet. Und du hast an diesem Platz jetzt hier deine Gedanken. Also müssen wir uns bewegen, der Körper muss sich von der Energie wegbewegen. Und das ist bei Gesprächen ganz spannend. Man bleibt ja bei Gesprächen immer am selben Ort. Wenn wir behandeln Menschen, die Selbstheilung ausführen, an einem bestimmten Ort, lassen wir den Klienten immer einen Schritt nach vorne gehen in die neue Energie. Weil eben an dieser Stelle, wo wir was lösen, die Gedanken, die Energien sind. Das heißt, wir können die Energien nicht erpressen, wir müssen sie steuern. Das braucht natürlich ein bisschen Übung. In unserer Ausbildung erklären wir dir das ganz genau, wie das geht. Wie können wir verhindern, dass uns negative Gedanken beeinflussen? Boah. Also verhindern können wir das ja nicht. Es ist auch nicht nötig. Ich glaube, das ist auch menschlich, dass wir hier irgendwo auch mal Gedanken haben, vielleicht der Sorge. Das ist ein Verarbeiten. Und ich glaube, wenn wir erkennen können mit der Frage, ist das jetzt gerade mein Thema oder ist das irgendwo hergepinkt, triggert das mich in mir vom Außen, weil es was mit mir zu tun hat? Oder gibt es hier Energien, die an mich gehaftet werden? Wenn jemand eine Emotion hat, der sie ausspricht, dann kannst du dir vorstellen, das ist wie eine Seifenblase, die Emotion, die da zu dir wandert. Je nach System, das du hast, wenn du ein starkes System bist, dann zerplatzt diese Emotionsseifenblase an dir. Und es hat null Resonanz. Du hörst das zwar und hast vielleicht eine Meinung, der geht und sie ist weg. Wenn du aber ein offenes System hast, eine offene Emotionshaltung hast, eine empathische Art hast in dir, dann kann diese Emotion Seifenblase an deinen Chakren docken, an deine Energie in deiner Aura docken. Das beeinflusst dich, ohne dass du es merkst. Das wäre eigentlich eine typische fremde Energie. Das kannst du ganz einfach lösen, indem du dich bewegst, deine Aura reinigst, deine Chakren entspannst. Die Achtsamkeit ist also ein guter Ratgeber, um sich auch zu reinigen. Ich glaube, wir haben das in anderen Videos schon gesagt. Die Natur ist wundervoll, weil die Natur hat den Wunsch, Energie zu reinigen. Es gibt Messungen, wenn du mit deiner Aura, die hast du immer dabei, wenn du im Wald spazieren gehst, dann reinigen die Bäume deine Aura. Das heißt, dein Energiefeld wird gereinigt. Und das spürt jeder unterschiedlich. Auch ein Skeptiker fühlt, dass er sich nach dem Spaziergang besser fühlt. Und da wäre die Frage, warum? Ein Skeptiker sagt vielleicht, ja, weiß mein Kopf ein bisschen ruhiger. Ja klar, das bestimmt auch. Das Fokusveränderung, ruhig werden, mit der Gehirnfrequenz zu tun, aber auch mit deiner Aura, mit deinem Energiefeld, das eben sauber wird. Und deshalb lade ich dich echt ein, dich immer wieder zu entspannen und deine Aura gerne zu reinigen. In anderen Videos erkläre ich dir, wie das geht. Also, wie können wir verhindern, dass uns negative Gedanken beeinflussen? Verhindern können wir das nicht. Wir können uns aber überlegen, mit wem wir uns immer austauschen. Wer ist mein Gegenüber? Wie ernst höre ich da genau zu? Hand aufs Herzchakra legen, das ist der Filter für die Emotion. Und dann auch ein bisschen denken, vielleicht, ja, das ist jetzt seine Meinung, er versucht sich so auszudrücken, er kann halt nicht anders. Das kannst du ja denken, wenn jemand sich emotional mitteilt. Das ist ja nicht abwertend, sondern mehr ein Schutz für dich. Und da auch die Frage an dich, was beeinflusst denn deine Gedanken? Also wenn du zu Hause am Abendessen über die Politik, über das politische Geschehen oder die Firmenprobleme sprichst, dann musst du dich nicht wundern, wenn dich das dann runterzieht und dann am Abend noch ein Thriller-Drama-Film schaust, dann sind natürlich die Energien auch gelegt für das Problem, ja? Also überleg dir, was du guckst und ich möchte dir hier eine Motivation bieten. Ich schaue seit Wochen nur noch Dokumentationen von Natur, von Ländern, von Themen, die mich interessieren, von Weiterbildungen, wo mir was bringt. Ich habe momentan eine Social Detox Phase. Ich habe keine Ahnung, was da draußen läuft. Ich schaue kein TV, keine Nachrichten, keine Social Media, Scroll Reels und wie das alles heißt. Keine Ahnung.
Und mir geht es unglaublich gut. Ich bin total in meiner Blase gerade und erfahre nur von meinen Kunden die Geschichten, die da draußen passieren. Und ja, ich glaube, das sollten wir manchmal ein bisschen mehr tun. Also so ein Video wie das hier, das baut dich ja auf. Also schau das weiter. Welche Rolle spielt die innere Einstellung bei der Kontrolle über das Gedankenkarussell? Also welche Rolle spielt die innere Einstellung? Das ist ganz eine wichtige Rolle. Wenn ich natürlich innerlich schwach bin, wenn ich meinen Selbstwert tief habe, dann habe ich natürlich ein leichtes, jemanden zu beeinflussen. Wenn ich sie an seine Angst anzapfen kann, wenn ich sie ihn einschüchtern kann, dann ist er ja innerlich zerbrechlich. Deshalb rate ich jedem, bau deine innere Emotion positiv auf und deinen inneren Selbstwert. Suggeriere dich positiv mit Sätzen wie ich bin klug, ich bin stark, ich kann alles erreichen, was ich will. Das sind Sätze, Affirmationen, die dein ganzes Feld steigern. Feld der Energie, der Kraft. Das ist wichtig. Was sind langfristige Strategien, um Gedankenschleifen zu durchbrechen? Ja, da habe ich gleich ein paar Tipps für dich bereit und da legen wir gleich los. Also führe regelmäßig Meditationen durch. Ich meditiere jeden Tag und das ist etwas, was unglaublich wichtig ist. In den Chakren können fremde Emotionen anhaften. Das ist kaum vorstellbar, wenn man das nicht versteht oder nicht sieht. Das ist wie ein Farbtupfer, der an dir haftet. Und wenn du dich entspannst, geht der weg. Und das ist so wichtig, dich zu entspannen, weil eben fremde Energien oder fremde Emotionen dann weggehen. Es reinigt wortwörtlich deine Seele. Und was kannst du sonst noch tun? Es gibt eine 5-4-3-2-1-Technik, die ich dir hier gerne mitgebe. Also fünf Dinge, die du um dich herum sehen kannst. Und da hast du jetzt eine Veränderung des Fokus. Wenn du grübelst, wenn du in Sorge bist, wenn deine Gedanken rennen und dich runterdrücken, beginne den Fokus bewusst zu verändern, indem du nach außen blickst. Also deine inneren Gedanken sind unruhig, dann blick nach außen. Und jetzt gerade im Raum, schau dir fünf Dinge an, die du siehst. Ich sehe hier unser Vorhang, ich sehe das Studiolicht. Ich sehe die Studiobeschallung, das Mikrofon, das Laptop, der Text und so weiter. Ja, da kann ich mich im Außen mal fokussieren. So, dann hör vier Dinge hören. Und da muss man jetzt gut zuhören, was wir hier hören. Das Surren des Lichts höre ich. Ja, und dann musst du dich eben auf die vier Dinge konzentrieren, die man hört. So, und dann gehst du mit der 3-2-1-Technik in den anderen Bereich rein. Was fühlst du? Du kannst auch vier Dinge fühlen oder dann eben drei Dinge fühlen, zwei Dinge schmecken und das Letzte. Was haben wir noch? Genau, find es raus. Also das sind diese Sinneskanäle, die wir bedienen und durch dieses Ablenken der Sorgen, Fokus, Konzentration wirst du innerlich ruhiger. Schreibe auch deine Gedanken auf, wenn sie immer wieder störend kommen, denn was dein Geist niederschreibt, kann er loslassen. Und das ist, wenn du abends im Bett bist und denkst, oh, ich sollte morgen den noch anrufen, da muss ich auch dran denken, dann bist du ja immer on statt off. Das heißt, schreibe auf, lass los. Das ist das Beste, was du natürlich unterstützend für dich hier tun kannst. Und dann ein bisschen Selbstreflexion wäre schon auch wichtig, gell? Also wer beeinflusst deine Emotionen oder auch was beeinflusst deine Emotionen? Ein bisschen weise sein, mal hinschauen, sagte der Meister, selber reflektieren, was, warum ich gerade so emotional bin. Dann nähre dich bewusst mit positiven Affirmationen. Also ich habe sie vorhin schon gesagt, ich bin klug, ich bin stark, ich bin geliebt, ich kann alles erreichen, was ich will, ich bin ein Glückskind, ich bin ein Magnet von Fülle, von Liebe und so weiter. Schreib dir solche Sätze auf. Mir hat das mein ganzes Leben immer wieder geholfen und das nicht nur Wissen hier hören, als auch tun, vor allem morgens, wenn ich im Bett liege, mir diese im Halbschlaf schon bereits diese Sätze sagen, das ist echt mega Magie. Und vielleicht noch zwei Schlusstipps, die wir aber schon gesagt haben. Konsumiere weise und geh raus in die Natur. Und das sind so diese Tipps, wo du spürst, wow, das macht was mit mir. Und wenn du Probleme hast mit Menschen, die unausgesprochen sind, dann gibt es vielleicht die Adlerperspektive einzunehmen. Was ist das übergeordnete Ziel von diesem Problem als Seele? Was möchte ich hier erleben?
Und dann konfrontiere dich bitte auch. Ja? Das löst so viel. Braucht Mut, aber oft extrem heilsam. Die Konfrontation muss man manchmal üben. Und da geht es nicht um gewaltsame Konfrontation, sondern um heilsame Konfrontation. Das heißt, hey, ich muss dir was sagen, was mich belastet. Ich habe das Gefühl, es würde uns beiden gut tun. Und es handelt sich hier um dieses Thema. Können wir darüber mal sprechen? Und das ist so ein öffnendes Feld, wo ich eintauchen darf, um eben meine inneren Gedanken ruhiger zu machen. Ich bin gespannt, was du für selbst noch für Tipps hast. Schreib doch das in die Kommentare rein, würde mich freuen. Abonniere den Kanal, lass mir ein Like da. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Dankeschön.